So, letzte Kompanie Kühe. Kirche ausbauen. Die Kirche dann auch nutzen, um an Geld zu kommen. Ein Rohstoffgebäude wird angegriffen. Verstanden. Wie ihr wünscht. Ein Gebäude steht schon in Flammen. Unterwegs. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Da verzieht er sich schon wieder, ey. Stürmt los! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Ja, bitte lösche, bevor es ganz abbrennt. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, jetzt muss es wieder repariert und wieder aufgebaut werden. In der Zwischenzeit. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Holzfälle. Unser Brunnen ist versiegt. Jawohl. So, 60 Sitzplätze. Da bringt man Geld rein in die Kasse. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ja, Kräutersammlerhütte, das ist ärgerlich. Ich mache jetzt einen Quicksave und wenn er das nächste Mal wieder auftaucht... Okay, der Quicksave dauert natürlich mal wieder ewig. Ich mache jetzt so im 5-Minuten-Intervall Quicksaves. Ah, da kommt unser Kräutersammler. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. So, da spült wieder etwas Geld in die Staatskasse. Unser Geologe hat einen Brunnen wieder instand gesetzt. Hoffen wir mal etwas Fisch. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, Geld kommt rein. Jetzt bringt auch mein Priester wahrscheinlich wieder Geld, ja. Ein Wagen mit Tauschgütern ist für uns unterwegs. Es ist meine Bestimmung, diesen Titel zu tragen. Das ist ja schön für dich. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, da können wir wieder runter auf... Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs.
Wenn als nächstes diesen blöden Triumphbogen errichten. Wenn wir Steine dafür haben. Soll ja der Triumphbogen sein, ja. Vielleicht kann ich den ja hier reinquetschen. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. In einer Minute noch mal Quicksave machen, in der Hoffnung, dass das vor Prapats Eintreffen ist. Stimmt eigentlich, so könnte ich auch noch ein bisschen Bevölkerung erhöhen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Okay. Da sind schon mal ein paar Kuhweiden aufgefüllt worden. Jetzt können wir den Triumphbogen errichten. Perfekt. Passt perfekt da rein. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. So, doch mal schnell speichern. Weil dann kriegen wir das Spiel auf jeden Fall dieser Aufnahmesession noch zu Ende. Es wäre doof, noch bei einer anfangen zu müssen. Also ja, unsere Ressourcenversorgung sieht gut aus. Unsere Häuser sehen auch gut geschmückt aus. Der Triumphbogen wird errichtet. Unterwegs. Wir können auch mal zur Messe läuten. Ja, war klar, dass er doch dieses Ding haben will. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Hab euch gesehen. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Verstanden. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Helft mir im Stande für die Gerechtigkeit. Alles klar, sofort. Schon unterwegs. Ei. Der Trupp hält sie erstmal hin. Jawohl. Bis bei der Hauptarmee da ist. Mit Rohstoffen ist eingetroffen. Macht bis auf weiteres geschlagen und ziehe mich in die Obhut meines alten Schlosses zurück, bis Kana mich befreit. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Iduns Mogul ist nun in Gewahrsam und kann niemandem mehr schaden.
Wir werden unser Bestes tun, ihn zu heilen. So, da kommt die Steine, die wir doch brauchen. Die Regenzeit hat eingesetzt. Und jetzt müssen wir doch warten, bis die vorbei ist. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Na komm, geben wir mal Speedboost. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Damit wir das etwas beschleunigen können. Was? Was ist mit mir? Seltsame Erinnerungen. Wie Schleier. Ein Krieg. Eine bösartige Hexe in grünem Gewand. Wer seid ihr? Das Gegenmittel zeigt Wirkung. Der Geist des Moguls von Hidun klärt sich. Mogul Prapat, ich verneige mich vor euch. Hidun kann sich glücklich schätzen, dass ihr wohlauf seid und eure Erinnerungen wiederkehren. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Die Regenzeit ist vorüber. So. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Warten wir, bis die Steine drauf sind und dann können ein wir... Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. ...noch die Siegessäule errichten. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. So, errichten wir sie hier. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, und falls unser Ansehen zu sehr sinkt, geben wir doch ein Fest aus. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, die Siegessäule ist auch gleich fertig. Was sollen wir jetzt noch bauen? Eine Siedlerstatue. Okay. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Tela ist wieder die Perle Hiduns, größer und schöner als je zuvor. Seht, die Boten werden die frohe Kunde hinaus in die Provinzen tragen und vom Frieden im ganzen Reich künden. Vater, ich bin so glücklich, dass du wieder unter uns weilst und Kanas Bann gebrochen ist. Sarah, ohne dich deine getreuen Freunde hätte Kana uns in Chaos und ewigen Schmerz. Hidun wäre für immer verloren. Noble Rettung, ich schulde euch Dank dafür, dass ihr an meine Rettung gedacht habt. Hidun werde ich fortan ein wohltätiger Herrscher und Westerlin ein ewig treuer Freund und Verbündeter. Eure Exzellenz, Mogul Prapat von Hidun, wir verneigen uns vor euch und vor eurer heldenhaften Tochter. Hidun hat uns ein wahrhaft ritterliches Abenteuer geboten, welches den Ruhm und die Ehre unserer Majestät in aller Welt mehren wird. Ja, damit meint er uns. Am Schluss sind wir ja immer noch der König. Und damit beenden wir die letzte Mission. Ja, keine Credits diesmal. Gehen wir zurück in den Hauptbildschirm, damit wir noch das Schlusswort machen können. Ja,
Das war jetzt die Siedler 6, das Reich des Ostens, oder Reich des Ostens. Das Add-on für Siedler 6, Aufstieg eines Königreichs. Ich würde gerne sagen, dass es noch mehr gibt wie beim letzten Mal, aber leider ist das nicht der Fall. Das war's leider für dieses Projekt mal wieder. Ich hatte jede Menge Spaß, auch wenn irgendwas an den Versionen komisch war, mit den Patches. Komische Bugs, die ich mein ganzes Leben vorher nicht gesehen habe. Ich muss auch zugeben, ich habe Siedler 6 lang nicht mehr gespielt. Ja, vor allem, dass irgendwie alle Gegner Marcus waren im Hauptspiel. Aber ja, auf der anderen Seite fand ich schön, es mal wieder zu spielen. Fand es schön, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, was soll ich groß noch zu sagen? Die Siedler-Spiele sind alle tolle Spiele, ehrlich gesagt. Ja. Ich denke, das war's dann. Damit verabschiede ich mich mit einem Hi-Ho. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Bis dann.